Ja, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem Basiswissen-Extra-Tutorial. Heute geht es um Kreuze, Bes und Auflösungszeichen. Hört sich erstmal gemein an, aber wenn wir einmal angefangen haben, werdet ihr sehen, das ist eine schöne Sache. Und wenn ihr das verstanden habt, wie das funktioniert, dann wird euch auch die Musik wieder viel mehr Spaß machen, weil das gar nicht so kompliziert ist, wie sie es anhört. Und jetzt habe ich eine ganze Reihe von Folien vorbereitet, mit deren Hilfe ich euch die sogenannten Vorzeichen erklären möchte, euch hierzu die wichtigsten Informationen geben möchte. Es gibt 7 weiße Tasten, das wisst ihr schon. Die sogenannte Tonleiter C, D, E, F, G, A, H. Da kommt wieder das C. Ihr könnt jede dieser 7 weißen Tasten durch ein Vorzeichen verändern. Mit einem Kreuz erhöhen, so nennt man das auch. Das heißt, beim C wird es nachher ein Cis. Ich schreibe es erstmal alle hin. Und damit man das erkennt, schreibt man folgendermaßen ganz schlicht dieses sogenannte Kreuz davor. Sieht aus wie so ein Hashtag. So. Das kann man nicht mit jeder weißen Taste machen, mit jedem Stammton. Merkt es euch so, wie schon gesagt. Und dann ergeben sich folgende Tonnamen. Aus dem C wird dann ein Cis, aus dem D ein Dis, aus dem E ein Is, aus dem F ein Fis, aus dem G ein Gis, A Is und His. Die Silbe Is wird dem Stammton hinzugefügt. Und dasselbe kann man jetzt natürlich auch in die Vertiefungsrichtung machen. Ich schreibe wieder meinen Geigenschlüssel. Man kann also jede weiße Taste, jeden Stammton, wobei Stammtöne nicht zwangsläufig immer weiße Tasten sind. Aber merkt euch das jetzt an dieser Stelle mal so, das ist am einfachsten. Das würde sonst jetzt zu weit führen, dann kann man das nicht in einer Viertelstunde erläutern. Das sind die wesentlichen Sachen, sage ich jetzt, sonst würde das zu viel sein. Das heißt, das C, da schreibt man dann so ein kleines Bchen hin, das B-Vorzeichen. Das B würde zum Cs, das D zum Des, das I zum S, das F zum Fes, das G zum Ges, das A zum As und das H zum B. Ich habe es hier unten nochmal auch schon hingeschrieben, Cs, Des. Hier sagt man S, das eine E kann man sich dann sparen. Fes, Ges. Natürlich sagt man nicht AS, sondern AS. Leichter zu reden. Und am Schluss, die einzige Ausnahme, das H wird zum B. Und jetzt ist das so, dass man beide Vorzeichen im Notentext normalerweise vor die Note schreibt. Ja, da schreibt man also hier ein F. So, ich möchte ein F haben. Hier wäre es also ein F. Und wenn ich jetzt ein Fis haben möchte, schreibe ich auch eine Note. Schreibt dann das Kreuz zum Beispiel davor. So. Ja, und dann ist es Fis. So kann man also direkt in dem Moment sehen, dass der Ton verändert wird. Und wenn jetzt ein Taktstrich kommt, dann hebt der Taktstrich, guck mal, ob ich jetzt einen schönen geraden Taktstrich hinkriege,
Der Taktstrich, der hebt es auf. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder so eine Note habe, ja, oder kann auch eine halbe sein, das ist völlig wurscht, dann ist diese Note wieder F. Und wenn ich möchte, dass die wieder zum Fis wird, müsste ich also hier ein Kreuz hinschreiben, weil der Taktstrich das Kreuz, das Vorzeichen aufhebt. Es gilt also immer ab der Note, in der man das setzt, das Vorzeichen, bis zum Taktstrich. Kann natürlich hier wieder ein neues schreiben. Dann wäre das wieder das Gleiche. Und das gilt für Kreuze und für Bs. Ist dasselbe Prinzip. Und hier habe ich nochmal geschrieben, es erhöht den Ton um eine Taste, vertieft den Ton um eine Taste. Und das ist ganz besonders nochmal wichtig als Hinweis für beide, egal ob schwarze oder weiße Taste. Das heißt, wenn ich jetzt eine weiße Taste verändere mit einem Vorzeichen, muss aus der weißen Taste nicht zwangsläufig eine schwarze Taste werden. Manchmal ist das so, aber nicht immer. Jetzt zeige ich euch noch ein Zeichen. Es gehört auch zu den Vorzeichen. Kreuz und B ist sicherlich das wichtigste und bekannteste. Ah, hier oben, da hört er auf. Kreuz und B ist das wichtigste und bekannteste, aber es gibt noch eins, was auch diese Taktstrichwirkung hat. Und das ist das sogenannte Auflösungszeichen. Hier, das Auflösungszeichen. Das ist verwandt mit dem Taktstrich. Der Taktstrich löst ja auf. Da ist es. Und das Auflösungszeichen macht das auch. Oh, soll weg. Das macht nichts anderes, es löst Kreuze und B auf, bringt so den Stammton wieder zurück. Wenn ich also jetzt hier ein H habe, ein B habe, fange ich mal gleich mal mit dem B an. So. Vorzeichen mache ich mal in einer anderen Farbe, sieht irgendwie übersichtlicher aus. Jetzt habe ich das B. So, und jetzt möchte ich, dass der nächste Ton aber wieder ein H wird. Viertel H zum Beispiel. Dann kann ich oder muss ich, wenn ich das so haben möchte, dann muss ich das. Es sei denn, hier wäre jetzt ein Taktstrich gerade zufällig in der Mitte. Wenn jetzt hier ein Taktstrich ist, dann würde man es nicht machen. Aber wenn da kein Taktstrich ist, um die Auflösung sozusagen unabhängig vom Taktstrich zu machen, gibt es das Auflösungszeichen. Das kurbelt die Veränderung wieder zurück. Jetzt gibt es noch eine kleine Sache und das bezieht sich darauf, wenn man jetzt Stücke hat, in denen ganz viele Veränderungen kommen. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass ich immer B statt H spiele in einem Stück, dann wäre es ja Quatsch, jedes Mal, wenn das H kommt, ein B davor zu schreiben. Dann macht man das so, dann schreibt man das B an den Zeilenanfang. So. Ja, ich habe es auch mal schwarz geschrieben, in den Noten ist es ja nachher immer schwarz. Und dann ist jedes Mal, wenn hier ein H käme, ist dieses H trotzdem ein B. Weil wenn das Vorzeichen am Zeilenanfang steht, werden die Töne in dieser Position verändert. Hier würde ja eigentlich das H sein, C, D, E, F, G, A, H. Und auf der H-Linie steht das B, also ist das H erniedrigt in dem Falle. Und dann habe ich hier kein H mehr, sondern ein B. Das gilt übrigens dann auch für alle Hs, die kommen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt dieses H habe,
hier ist ja C1, Schloss C, Chamäleon C. Und wenn ich jetzt hier das H habe, dann wäre auch dieses H ein B. Dieses H wäre erniedrigt. Genauso wie das. Weil vorne das B am Zeilenanfang steht. Und dasselbe Prinzip geht auch hier wieder mit dem Kreuz. Also immer aufpassen, wenn Vorzeichen am Zeilenanfang nach dem Notenschlüssel stehen. Das ist nochmal eine ganz besondere Vereinfachung eigentlich, ne? Weil sonst hätte man ja innerhalb des Notentextes nachher unheimlich viel. Da müsste man hier ein B hinschreiben, da ein B hinschreiben, müsste man es jedes Mal neu schreiben, nur weil ein Taktstrich da ist. Jetzt möchte ich euch das noch kurz anhand der Tastatur erläutern, dass ihr auch diese Verbindung zur Tastatur, zum Notenbild, also zum Tastenbild, Notenbild, Tastenbild bekommt. Ich zeige es euch einfach an ganz gängigen Tönen. Erstmal das C. Jetzt erhöhe ich das mit einem Kreuz zum Cis. Nehme also die nächste Taste rechts vom C. Das ist hier eine schwarze. Dann spiele ich die. Hat er unten der Rechner schon vorgesetzt. Er hat erkannt, ach, der hat ein Cis gespielt. Hat es davor geschrieben. Jetzt mache ich das mal mit dem F. Normales F. Jetzt gehe ich wieder eine Taste nach rechts. Jetzt ist das F erhöht. Ist zum Fis geworden. Hat das davor geschrieben. Jetzt gucken wir mal, was er beim H macht. Wenn ich jetzt das H nehme, hier. Na, der notiert das jetzt hier unten drunter. Ich nehme mal das H, was ihr optisch vielleicht leichter kennt sogar. Das wäre dieses. So. Das H1. Jetzt gucke ich mal, wenn er jetzt... Jetzt möchte ich das H erniedrigen mit einem B. Schreibe also innerlich ein B davor und möchte, dass der Computer das mitmacht. Ja, macht er auch. Also das Programm nimmt schon die gängigsten Varianten sozusagen. Er nimmt dann ein B. Schreibt er automatisch davor. So, und jetzt gucken wir nur mal, was passiert, wenn man jetzt mal keine schwarze Taste hat. Weil ich sagte ja schon, es muss nicht immer zwangsläufig eine schwarze Taste kommen. Ach, hier hat er übrigens jetzt ein Auflösungszeichen gesetzt. Seht ihr? Weil ich ja keinen Taktstrich gemacht habe, und ich habe das C gespielt, jetzt muss er ja erkennen, ach ja, guck mal, das ist ja wieder ein C, und da dieses Kreuzzeichen ja noch gilt, es war ja kein Taktstrich zwischendurch, es gilt ja ab hier bis zum nächsten Taktstrich, und wenn der nicht kommt, dann muss er hier ein Auflösungszeichen setzen. Deswegen kann man das hier sehr schön erläutern, weil das Programm ja schon auf die Gesetzmäßigkeiten reagieren muss. Jetzt gehe ich mal hier auf das H. So, jetzt sagt ihr, Mann, das ist ja schon eine Taste weiter links. Hier ist das C und eine Taste weiter links. Das wäre ja schon eine Erniedrigung. Es stimmt, es ist einen Halbton tiefer, aber es ist keine Vertiefung mit einem B. Das ist schon ein recht komplizierter Fall. Aber trotzdem sage ich euch jetzt, warum das so ist. Wenn ich nämlich jetzt das H markiere und jetzt verwechsel ich es enharmonisch, dann wird daraus ein Cis. Da ist es. Das nennt man die sogenannte enharmonische Verwechslung. Das ist jetzt wirklich absolutes Zusatzwissen. Das braucht man im Klavierunterricht am Anfang überhaupt nicht. Aber um das Prinzip mit Kreuzen und Bs und Auflösungszeichen zu verstehen, so wäre es ein notiertes H, diese Taste, ja, und so wäre es ein notiertes Cis. Er schreibt das B natürlich nur einmal hin, weil er ja sagt, ab hier ist das C erniedrigt. Muss es also nur hier hinschreiben. Und ab hier wäre es ein Cis und es ist aber dieselbe Taste. Ihr seht, das H, die H-Taste, blinkt immer noch. Das nennt man die sogenannte Enharmonie. Das heißt, man kann eine Taste auf zwei verschiedene Arten aufschreiben. Wenn ihr aber ein C wirklich mal habt und das C ist erniedrigt, dann nehmt ihr gnadenlos links davon die nächste Taste. Wenn ihr euch das merkt,
eine Taste hoch oder eine Taste runter, egal ob schwarz oder weiß, die nächste Taste vom veränderten Ton ausnehmen. Entweder eine Taste in die hohe Richtung oder eine Taste in die tiefe Richtung. Egal, ob es eine weiße oder schwarze ist. Weil wir wollen ja durch die Vorzeichen immer den Stammton, einen halben Ton niedriger bzw. höher setzen. Und im Klavierspielen ist es immer ein Halbtonschritt von Taste zu Taste. Unabhängig von weiß oder schwarz. Das ist ein Halbtonschritt und das ist ein Halbtonschritt. Und das ist ein Halbtonschritt, aber das ist auch ein Halbtonschritt, auch wenn es zwei weiße Tasten sind. Das sind dann doch viele Informationen erstmal auf einmal, aber ich glaube, dadurch, dass sich ja das Prinzip wiederholt, kann man sich das doch erstmal sehr schnell aneignen, das Wissen. Und ich bin immer dafür, das Wissen erstmal in Gänze zu geben und dann könnt ihr euch aus dem Video die für euch wichtigsten Sachen rausholen. Aber am wichtigsten ist eigentlich, dass man das Prinzip versteht. Ja, okay, dann viel Spaß beim Klavierspielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!